deutschlandweites Hotspot, Hort. Ja. Wieso, wieso nicht, was ist das für eine gesellschaftliche Entwicklung, die auf der einen Seite Puffs nicht zulässt, auf der anderen Seite stolz drauf ist, wir haben hier in München einen ganz offenen schwulen Sinn, natürlich. Was ist das? Kann man sich damit heute, ist es auch bloß wieder Zeitgeist, mehr schmücken? Mir ist es nicht ersichtlich, warum. Ja, weil das eine ist, beim einen geht es um Geschäft, Prostitution ist Geschäft, da geht es um Kohle. Ja. Und in der schwulen Szene, also ich glaube, das kann man nicht so vermischen, weil die schwulen Szene, ich meine, München war ja früher extrem anti-schwul eingestellt. Ja, natürlich, das war ein sehr langer Kampf. Aber eigentlich so in die, auch in so ins Glockenbachviertel in seine Grenzen gewiesen wurde. Naja, es gab ja mal einen Befreiungsschlag Anfang der 80er Jahre, der dann leider durch Gauweiler wieder ziemlich, wo Gauweiler dann mit dem eisernen Besen da kommen wollte und da wieder ziemlich viel kaputt gemacht hat. Wobei er hat es eigentlich. Der Herr meint, den Herrn Gauweiler, der eiserne Besen ist der kleine. Das ist der kleine, genau. Naja, der hat, wobei er es ja eigentlich. Er hat nicht das geschafft, was er wollte, sondern genau im Gegenteil, weil dadurch, dass er ja so rigide gegen die Schwulen vorgehen wollte, haben die sich zusammengeschlossen, haben eine richtig gute Kampfgruppe gebildet. Ich meine, der Niederbühl hier in München von der Rosa Liste ist europaweit der erste schwule Stadtrat gewesen, also von einer, einer schwulen Partei sozusagen. Und es gibt hier viele Meilensteine in der schwulen Geschichte, die in München stattgefunden haben und die auch dadurch, die dem Druck zu verdanken sind. Weil wenn man sich, letztlich hat der Druck was Gutes gehabt, weil da haben sich viele befreien können, also beziehungsweise dagegen wehren können. Wenn du überall immer nur alles darfst, ja, gegen was sollst du dann noch rebellieren? Es ist immer dasselbe. Da hat dem Herrn Gauweiler sein Unbewusstes, das sage ich immer schon, einen dicken freudschen Streich gespielt, da hat er, war er Wegbereiter. Da ist, das war er, ja. Das war er. Das ist auf jeden Fall, ja. Ich meine, es gab ja dann, gerade in der Gauweiler Zeit ist ja zum Beispiel Freddie Mercury nach München gezogen. Da habe ich ein Bild dabei. Das wissen ja auch die wenigsten, der hat ja wirklich in München gelebt. Der hat in der, hier ist er in jungen Jahren mit der Barbara Valentin in der Deutschen Eiche. Ich meine, die Deutsche Eiche ist ja auch eine schwule Institution in München, die seit zig Jahren da existiert. Ich meine, die Deutsche Eiche ist uralt, die stand im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Wirtshaus eröffnet, damals natürlich noch nicht schwul, das begann erst nach dem Krieg. Und das ist eine Institution. Die Barbara Valentin, also dass solche Menschen wo gern wohnen, die hätte ja auch woanders wohnen können, ist so, kennen vielleicht heute nicht mehr so viele, aber den Freddie Mercury, kennen viele, der kann, sie hätte sich ja auch aussuchen können, wo er weltweit irgendwo sich niederlässt. Ja. Wenn solche Menschen es wählen für längere Zeit als ihre Umgebung, als ihr Wohnzimmer, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine hohe Qualität hat in Richtung Kunst und Freiheit und sei Ruham und seine Einstellungen ausleben. Das ist jammer schade, dass jetzt natürlich was heißt jammer schade? Jetzt kommt ein sehr kluger Schachzug von denen, die dieses Viertel sauberer machen wollen. Es wird massiv dafür gesorgt, dass junge Familien dort hingehen, die dort einfach mal einziehen. Die dort einziehen und es natürlich ganz toll finden, dass sie im Glockenbachviertel wohnen. Ich meine, es ist, wie gesagt, statt dem Schwulenviertel ist jetzt das Schwangerenviertel. Und dann rennen eben die Mamis mit ihren Kinderwegen schön zum Bio-Supermarkt, den es jetzt auch an jeder Ecke irgendwo gibt. Und man wundert sich dann wahrscheinlich mit der Zeit, dass überhaupt gar keiner mehr von denen da wohnt, die eigentlich, weswegen man da hingezogen ist. Eben. Ja, genau. Die verwechseln Kommerz mit Kreativität. Das also ist es wird dann im Glockenbachviertel, wenn wir jetzt 20 Jahre vorgehen, so sein wie am Oktoberfest, wird es aussehen, da ladet man immer vom Schliersee die Schützen ein, mit den schiefen Hirtl, mit den Bauerngesichtern und dann kommen sie rein und dann geben sie den Bayern. Es gibt ja ein paar Münchner, die sich grundsätzlich zur Wiesn dann umziehen und es sind nicht nur Preußen, die Lederhosen haben, sondern es sind auch ein paar Bayern drin. Alle sind meist nicht aus München oder Verkleidete. Und es wird eben dann im Glockenbachviertel auch so sein, dass irgendwann also einfach äußerlich sehr Männer rumgehen, möglicherweise auch gegen Aufpreis gehen sie Hand in Hand. Und, das sind Heteros, die sich bei der Stadt München anstellen lassen, um
ein schwules Paar zu geben. Das ist eine Vielleicht gute, auch mal eine schwule Party. Ist eine Perspektive, ja. Wo man ja. als Hetero hingehen kann und so ähnlich wie der Nikolaus. Der zum Beispiel. So ein Service. Ja. Es ist, das Glockenbachviertel ist so ein bisschen ein, wie sagt man das, der Mikrokosmos, den man übertragen kann auch auf andere Städte. So wird es gemacht, das was langsam umgebaut. In München ganz besonders schlimm, weil wir ja, wenn wir was nicht loskriegen, wollen wir wenigstens ein Geschäft machen. Ja, klar. Ja. Na gut, aber in München ist ja diese Karawane der Heuschrecken, die ein Viertel nach dem anderen, ich meine, wir wissen ja selber, in Haidhausen, vorher Slehel, Schwabing, das sind ja alles Viertel, die ursprünglich ja mal irgendwie klasse waren oder der, wo was los war und so, und die sind ja, und jetzt ist es eben dann das Glockenbachviertel, mittlerweile ziehen sie ja weiter schon nach Alt-Sendling, da ist er, also Implerstraße in dem alten Teil von Sendling, das ist ja gerade... Jetzt kommt Schlachthofviertel sowieso. Ganz übel.